Ja, und damit hallo und willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich frag mich zwar, was wir hier wieder machen. Wir fangen wieder von vorne an bei The Forest. Und zwar haben wir jetzt die neue Alpha-Version gerade geupdatet. Das ist die 0.04. Einige neue Features dabei. Und auch bei mir ist einiges neu. Für die wenigen, die ja schon mal reingeguckt haben auf meinem Kanal. Und zwar nehme ich jetzt in HD auf. Ja. Das ist wohl Pflichtprogramm mittlerweile, ist verständlich. Oh, der Schrittzähler, den packen wir direkt wieder weg. Und zwar auch diesmal mit... Oh, warum geht denn der hier nicht durch? Hallo? Imaginäre Mauer? Und zwar, habe ich auch diesmal einen vernünftigen Fullscreen-Modus, den ich vorher auch nicht hatte, für die wenigen, wie gesagt, die es schon... kennen von vorher. Für die Neuen, die dabei sind, freut mich auf jeden Fall, dass hier neue Leute zugucken und mit uns zusammen spielen. Wir fangen auch direkt an, wie immer bei The Forest. Wir packen uns am Anfang hier was zu futtern, wenn wir es kriegen. Und natürlich kriegen wir es nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ja. Der Hase, der ist schon, der hat es verdient zu leben. So schnell, wie der weggerannt ist. Ja, wir packen hier am Anfang mal wieder alles ein. Öffnen jeden Koffer. In der Hoffnung, gute Sachen zu finden. Ja. Hier haben wir auch noch was. Machen wir mal schnell weiter hier. Oh, dich Hasen kriegen wir aber, oder? Ja. Du solltest auf den Boden schlagen, Kollege. Weggeglitscht. Ja. So, wir fangen diesmal ein bisschen anders an, als wir in der letzten Folge angefangen haben. Und zwar in der letzten, oder was heißt, in der letzten Staffel angefangen haben. Da ist noch ein Koffer. Und zwar habe ich mir überlegt, wir bilden uns hier eine kleine Geschichte, da unser Sohnemann, tun wir mal so, als wäre es unser Sohnemann, Peter nennen wir den einfach. Peter finde ich immer gut. Peter ist immer so ein typischer Name. Ja, ja, der Peter. Ja. Wie dem auch sei. Gehen wir mal. Genau in die andere Richtung. Diese Richtung, irgendwie will ich da nicht lang gehen. Ich weiß auch nicht. Mich zieht's einfach in die andere Richtung. Ja, dieser, Sohnemann Peter wurde ja am Anfang entführt. Da gibt's ja eigentlich keine richtige Story hier in dem Spiel zu, wie wir den zurückkriegen sollen oder was wir machen müssen, damit wir ihn wiederbekommen. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken, dass wir uns so schnell wie es geht ein schönes Lager aufbauen, bisschen die Insel erkunden und dann auf die Suche nach Peter machen. Boah. Das ist mal eine Aussicht. Mein hier unten, das Flackern, das habe ich bei mir auch. Das liegt an der Grafikkarte. Aber sonst... Dann gehen wir mal hier runter, ne? Ach, Stöcke brauchen wir auch keine mehr aufsammeln. Au, 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 au. Kein Schaden. Also, ne? Da war der Schutzengel mit dabei. Ja. Hier ist, glaube ich, die Stelle, wo Gronkh sein Lager aufgeschlagen hatte. Hier gehen wir natürlich nicht hin. Weil da haben wir nichts von da nachzueifern. Ja, also, wie gesagt, ich habe im Vorfeld hier schon mal drei Aufnahmen gemacht, die qualitativ nicht mal ansatzweise an diese hier ranreichen. Und deswegen werden die auch in den wenigen Tagen vom Kanal entfernt. Jeder Anfang ist schwer. Wow, was habe ich denn hier getötet? Hallo? Oh. Wurde ich gesehen? Ja, aber volle Pulle. Und sie haben auch einen neuen Kannibalen dabei. Aha. Ich meine, man sollte jetzt eigentlich Angst haben und wegrennen, aber ich würde ja gerne... Hallo? Warum rennt ihr denn gegen einen Baum? Ich hab doch gar nichts getan. Bleib doch mal hier. Wow. Kriegen wir ja mal voll am Anfang schon auf die Fresse.
Verpissen wir uns mal. Ja, diese Kannibalenart ist neu. Seit dem Update, das heute rausgekommen ist, gibt es die. Das Verhalten der Kannibalen soll sich auch geändert haben. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Vorher war es ja doch... Oh, jetzt kommt die aber von... Eiskalt von hinten. Du bist aber eine Drecksau. Ja, ja. An mein Popöchen dran wollen, ne? Kollege, gibt's... Ja. Fängt man so am Anfang an? Ja, das tut man aus dem einfachen Grund. Wir wollen die Axt. Irgendeine Ausrede muss ich ja finden. Sind wir hier in der Höhle gelandet? Machen wir mal schnell Feuer an. Basteln wir uns schnell einen Money. Ich weiß ja nicht, wie aggressiv hier unten oder was hier unten zu finden ist. Ich sehe gar nichts. Ich sehe mal rein überhaupt nichts. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, an sich, ne, in der Höhle ist es halt dunkel, aber so dunkel. Haben wir eine Taschenlampe? Da sehen wir mal ein bisschen mehr mit. Ja. Ja, also auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Mitreisende gefunden. Hallo, liebe Ausflugsgruppe. Hallo. Ja, wir sind hier unten in der Höhle, wo man fast gar nichts sieht. Oh, boah, die haben ja hier sogar Taschen jetzt reingemacht. Wo man gar nichts sieht. Außer das bisschen hier. Ja, die Höhle ist immer noch auch so ein bisschen buggy. Aber wir sind natürlich nur hier hingekommen, um die Flairgun mitzunehmen. Aus welchem Grund sollten wir denn sonst hier hinkommen? Das gleich zu Beginn, damit wir das auch ja nicht vergessen. Scheiße eigentlich, ne? Wenn wir jetzt nochmal sterben, sind wir direkt tot. Naja. Sterben einfach nicht mehr und ja. Gucken wir, dass wir hier schnell rauskommen. Ich hab's nicht so mit Höhle. Meistens bedeutet das bei mir... Oh, hier ist aber viel Zeug. Und die bessere Axt haben wir auch. Höhle bedeutet bei mir meistens direkt der Tod. Aber diesmal noch kein... Guck mal, ein Strick. Ich glaube, das war meiner. Wo geht's jetzt hier raus? Ich hänge hier in irgendeiner Blutlache fest. Ja, mit mehr Action kann es am Anfang schon fast nicht losgehen. Ich bin auch gerade nicht sehr gesprächig. Ich habe gerade Schiss, dass ich den Ausgang hier nicht finde. Ich meine, jetzt mittlerweile kann man ja Pause machen überall und das Spiel pausiert ja dann endgültig. Ich glaube, da blinkt doch irgendwas. Oder gehe ich jetzt die ganze Zeit im Kreis? Ich gehe doch nicht im Kreis, oder? Ach, hier. Einmal Crouch. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, es könnte gleich sein, dass die Taschenlampe ausgeht im ungünstigsten Zeitpunkt. Warum steht da die ganze Zeit Leaves Collected? Ich habe doch gar keine Blätter hier aufgesammelt, aber egal. Auf jeden Fall hat er auch automatisch die bessere Axt ausgerüstet. Also weiß er, was auf ihn zukommt. Ja. Also, das mit den Stricks hier, also mit den Strippen hier, das ist neu. Man kann die anscheinend einsammeln. Das ist schon mal schön. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Wow. Wow. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kriege langsam ein bisschen Bammel, dass wir hier von hinten irgendwie attackiert werden. Ja, unsere Taschenlampe geht auch zu Neige. Ich hoffe, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Auf jeden Fall liegt hier allerhand rum. Scheiße. Nein, geh nicht aus. Bitte geh nicht aus. Ach Gott. Können wir die irgendwie austricksen, die Taschenlampe? Nein, können wir nicht. Hallo? Feuerzeugnis geworden. Ja, jetzt sehen wir überhaupt nichts mehr. Und jetzt krieg ich auch Schiss. Ja, ja, nicht gar nichts. Irgendwas hat mich gesehen. Der kam aber wie starr da runtergerannt. Also, ihr fallen. Hau ab, du Blöder.
Fuck, du. Boah, wie kann man in der ersten Folge schon so anfangen? Ey, nur Scheiße. Ja. Der versteckt sich da hinten. So. Kasala, Junge. Komm, ich will aus dieser Höhle raus. Ich glaube, auch hier unten ist das Bild bescheiden. Aber gerade so schön angeben, hier HD-Qualität und man sieht hier schon in der Höhle wieder mal nichts. Das muss ja nicht sein. Wir haben ja jetzt auch das, weswegen wir hier überhaupt hingekommen sind. Boah, ich sehe nur da oben ein kleines bisschen Licht, was jetzt verschwunden ist. Ich hoffe einfach, das ist die richtige Richtung. Boah. Also ich habe echt Herzrasen gerade. Komm, ich gehe keinen Zentimeter ohne Licht, das sage ich direkt. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ich sehe hier nichts. Nee, das macht irgendwie wenig Sinn. Ich guck mal, vielleicht sehen wir hier mit ein bisschen mehr. Ich meine, immerhin brennt das auch. Oh. Ein, Axt-Molotow-Cocktail. Wenn das keine effektive Waffe ist, dann weiß ich auch nicht. Gehen wir mal hier durch dieses Wasser. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Alter. I covered in blood. Ja, ich glaub's ja nicht. Wir haben den Ausgang gefunden. Mal gucken, ob der Bug behoben worden ist. Nein, natürlich ist der Bug nicht behoben worden. Er schmeißt es immer noch auf den Boden. Soll uns nicht stören, wir hatten keine Rüstung an, die verbrennen kann. Dann kommen wir ja doch noch zum... Oh, die Axt haben wir ja schon. Dann kommen wir ja doch noch zum Folgenende hier raus. Yay. Weil die Folge ist auch gleich vorbei. Wir haben noch nichts gebaut. Außer, dass wir Mutanten, neuen Mutanten gesehen haben, haben wir nichts erreicht. Ja, aber es lohnt sich auch, glaube ich, jetzt gar nicht drüber aufzuregen. Wir rennen jetzt einfach hier in den Wald rein und, suchen uns ein schönes Plätzchen aus mit unserer Doppelaxt. Und lassen uns einfach nicht mehr fangen. So einfach ist die Lauge. Ja, Licht können wir jetzt ausmachen, da brauchen wir jetzt nicht mehr. Boah, also in die Höhle, da muss ich nicht nochmal rein. Ich glaube, da kommen wir auch nicht nochmal rein. Aber eigentlich sollten wir in diesen Höhlen suchen, ob unser Peter irgendwo in der Höhle gefangen worden ist. Klingt doch spannend. Der Kollege ist schon ganz außer Atem. Das Paradies der Nackt. Ich wollte nur mal gucken, ob wir explodieren, aber ist anscheinend alles gut gegangen. Ja. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge hier. Es ist leider noch nicht viel passiert. Ich mache mal hier das Pausemenü, bevor mich irgendwas attackiert. Es ist leider noch nicht viel passiert. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall irgendwas bauen, damit wir, ja, damit wir übernachten können und geschützt sind. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen, an Ausrüstung aufgesammelt. Ja, ist zwar kein perfekter Start, aber wer will einen perfekten Start? Wenn man einen perfekten Start will, soll man es selber machen. Nein, Quatsch beiseite. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier zugeguckt habt und ich freue mich natürlich für jedes Kommentar unter meinem Video, besonders für jeden Like. Das zeigt mir einfach, dass ihr auch meine Videos bis zum Ende angeguckt habt und dass euch das gefällt, was ich hier mache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.